ja, Martin beginnt mit seinen Erfahrungen mit dem Pixelbook. Okay. Bis zum 23.06. habe ich sozusagen mit diesem Gerät gearbeitet. Und dann kam aus Amerika tatsächlich von einem Kollegen oder einem Partner von uns, einem amerikanischen, dieses Paket, das war noch verpackt. Und das ist eine coole Story zu. Also das ist ein Google Pixelbook. Und da wir seit einem guten Jahr ungefähr ein Google-Partner sind, dachte ich, ach Mensch, probier doch mal so Chromebook aus. Und wenn Google da jetzt so ein High-End-Chromebook anbietet, dann das was wir machen. Und das gab es bei Best Buy, das ist sowas wie der Saturn oder Mediamarkt in Amerika. Gab es für statt $999 für $750 das Google Pixelbook. Kam an und ich dachte, das wäre ein Schnapper. Ich würde was sozusagen noch was sparen, habe noch Bescheid gesagt und ja, mach das doch mal und habe das dann gekauft, also $250 gespart. Musste man aber bei Best Buy nach Amerika schicken lassen. Da dachte ich, ach, kein Problem, schicke ich dem Dan Frost von C-Prime und der Dan kann mir das dann zuschicken. Gesagt, getan. Problem war nur, der schickte das aus so einem Skiort aus Bozeman, Montana zu mir. Und ich weiß nicht, ob der Kerl da von UPS ihn übers Ohr gehauen hat oder es einfach so teuer ist. Jedenfalls kostet das Shipping dieses Pakets $336. Was dann dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht so einen richtigen Schnapper gemacht habe. Plus übrigens irgendwie 60 oder 65 Euro Zoll. Mit denen konnte ich ganz gut leben. Mit den Versandgebühren musste ich dann leben. Schon beim Aufmachen hat das so ein Apple-Feeling. Also das ist sozusagen sehr stabil. Ich kann jetzt das gleich noch rumgeben. Das passt hier auch nur auf eine Art und Weise rein, weil die Ecken hinten kantig und vorne rund sind. Und dann gibt es hier, das habe ich noch, die amerikanische Stromversorgung und so. Ich habe mal drin gelassen. Ich gebe euch das mal, könnt ihr mal rumgeben. Jedenfalls Verpackung war schon mal ganz nett. Und dann kommt halt hier dieses Gerät raus. Jetzt bisher noch ohne Aufkleber. Und das hat von den technischen Spezifikationen, ich glaube, 16 oder 8 GB RAM, also jedenfalls so viel oder mehr, als ich brauche normalerweise. Das war für mich wichtig. Zwei USB-C-Anschlüsse, die braucht man auch tatsächlich. Meiner Frau habe ich ein MacBook, also sozusagen ein neues MacBook, kein Pro, wie ich jetzt hier eins habe, sondern ein MacBook geschickt. Das hat nur noch einen USB-C-Anschluss. Und ich kann euch nur sagen, kauft das nie. Das ist einfach so ein Schwachsinn. Also diese USB-C-Stellen sind so unzuverlässig, dass man am liebsten immer nur einen Stecker irgendwo drinstecken haben will. Und an jeder Ecke fehlt sozusagen mindestens der zweite. Hier sind jetzt zwei drin, das ist vollkommen ausreichend. Und damit komme ich auch ganz prima zurecht. Gut, das kann man dann aufklappen. Da kam sozusagen das erste Problem. Anders als bei dem MacBook. Also das MacBook Pro hat inzwischen so einen, ich kann das ja mal hier machen, da kann ich den Rechner sperren. So, dann sieht das so aus. Und dann gibt es hier so einen Unlock with Touch ID, da kann ich meinen Fingerabdruck drauflegen und dann wird der Rechner entsperrt. Mal gucken, ob das jetzt hier klappt, dann jedenfalls sehe ich dann gleich mein Display wieder. Ich brauche also nur den Finger drauflegen und dann sehe ich meinen Bildschirm. Der Mac braucht da offensichtlich ein bisschen für. So, hier sind wir wieder. Ich weiß, ich hätte Bescheid sagen müssen, ja, wegen dem Bild, aber die Präsentationsfähigkeit. Also, das führte dazu, ich benutze dann 1Password für meine Passwörter und habe dann auf mein Google-Passwort, war so lang, 700 Sonderzeichen, Zahlen, große, kleine Buchstaben. Und auf diesem Gerät hier gibt es keinen Tastenabdruck. Das heißt, ich habe erstmal 25 Minuten gebraucht, um mein Google-Passwort einzugeben. Und habe dann gedacht, okay, das ist jetzt kein Modell, das ich jetzt dauerhaft fahren kann. Ich muss also mein Google-Passwort einfacher machen, damit ich das auch eingeben kann. Das können wir zusammen mal machen, weil das sozusagen, das ist eigentlich ein großer Nachteil des Pixelbooks für mich. Man muss nämlich sein Passwort immer eingeben. Und jetzt schauen wir mal, auch das hätte ich wieder ankündigen müssen. Jedenfalls hoffe ich, genau, jetzt könnt ihr hier sehen, das ist quasi jetzt der Startbildschirm, der da erscheint. Man kann auch noch, was sehr schön auch hier ist, man könnte sozusagen mit mehreren Usern arbeiten, das ist eigentlich vollkommen egal, also wenn ihr das jetzt zu Hause benutzt, mit der Familie oder so, kann es dann da 15 unterschiedliche Leute geben. Und jetzt gebe ich mal mein Passwort ein. Darauf muss ich mich konzentrieren, schon falsch. Ja.
Also die einzige Sache, bei der ich sicher bin, dass trotz Videoaufnahme keiner mein Passwort mit abgelesen hat. Das hat glücklicherweise auch geklappt. Klappt nicht immer so gut. Man hat mich auch, der Alex Pellmann sitzt ja irgendwo hier, hat schon gefragt, ja, warum hast du denn so ein langes Passwort? Und dann, das hat so eine grundsätzliche Frage, die man sich da, mir ist halt sozusagen Informationssicherheit sehr wichtig, also habe ich ein langes Passwort. Das geht hier nicht so richtig gut zusammen. Also so ein Passwort aus 4 Ziffern wäre besser, ließe sich nämlich schneller eingeben, wäre aber nicht so sicher. Damit hätte ich eigentlich den Teil, der mich am meisten nervt an dem Pixelbook, schon vorgeführt. Und die Frage war jetzt, kriegt es dieses Gerät hin, mich sozusagen so zufriedenzustellen, dass ich es weiter benutze? Ich weiß nicht genau, wer von euch hat so viel mit so Selbstoptimierung, wie kriege ich mehr aus meiner Arbeitszeit raus? Beschäftigt ihr euch damit viel? Kann ich mal ein paar Hände sehen? Wer so Selbstoptimierungsformatiker? Okay, ein paar zumindest. Also ich bin da schon recht rigoros, also ein Nerd könnte man sagen, und versuche unheimlich viele Dinge zu tun, um aus der gleichen Arbeitszeit mehr Produktivität rauszuholen. Und war am Anfang sehr skeptisch und habe tatsächlich seit dem 23. Juni bis heute, der 19. Juli, also fast einen Monat, ausschließlich mit diesem Gerät gearbeitet. Dieses Gerät habe ich nur eingeschaltet, um es aufzuladen, weil ich dachte, es ist nicht so gut für das MacBook, das entlädt sich ja sozusagen nach einer Woche oder so. Wollte mal wieder aufladen, habe ich es angeschaltet, aufgeladen, wieder zugeklappt. Ist tatsächlich so. Und das ist schon sozusagen vielleicht für mich so ein bisschen das Fazit. Ich werde vermutlich langfristig wieder mit dem Gerät arbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass das Pixelbook vielleicht 5% schlechter ist als das MacBook. Allerdings, was man dazu sehen muss, ist, dieses Gerät hat $750 gekostet. Kann irgendjemand ausrechnen, wie viel Euro das gerade sind? 600, irgend sowas? Ja? Ja? Dieses Gerät kostet ungefähr $3,000, also 2.500 Euro. Das ist irgendwie das Vierfache. Und da muss man sich schon Gedanken machen, brauche ich das für 5%? Und ja, jetzt könnt ihr mich ja dafür kritisieren, aber ich würde sagen, am Ende brauche ich es vermutlich. Ich werde auch gleich noch ein bisschen zeigen, warum. Jetzt würde ich euch gerne noch ein bisschen was über Chrome OS erzählen, weil das, glaube ich, wenn man sich Gedanken macht, kann ich mit so einem Gerät arbeiten, da gibt es so ein paar Vorbehalte. Das kommt ja so daher wie so ein Cloud-Only-Betriebssystem. Was mir zum Beispiel nicht klar war, ist, dass man da Dateien abspeichern kann, also sozusagen lokal. Dass man mit diesem Gerät ganz problemlos, so wie mit dem Mac auch, offline arbeiten kann. Und der nicht sozusagen irgendwie sagt, ja, wo ist denn das Internet jetzt? Ich dachte irgendwie so, das ist quasi ein Desktop, der aber nur funktioniert, wenn ich auch einen Internetzugang habe. Ja, bitte? Mit Verschlüsselung. Was meinst du mit Verschlüsselung? Wenn der lokal ablegt, ist es trotzdem verschlüsselt. Du meinst jetzt, ob die Festplatte verschlüsselt ist? Oder? Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, und ich habe es dir auch schon gezeigt, du musst immer ein Passwort eingeben, um das Ding zu entsperren. Ich habe jetzt keinen Penetration-Test mit dem Gerät durchgeführt, um zu versuchen, kann ich ohne Passwort eingeben, hintenrum irgendwie die Daten vom Kevin Wiesmüller, meinem Kollegen, der auch im Google-Team ist, abrufen. Oder ganz ohne Gerät, das kann ich leider nicht beantworten. Ja? Ich sage aber, ja, ist alles verschlüsselt. Es ist schon so, also von der Denke her ist es schon ein Gerät, das mit dem Internet besonders gut arbeitet. Also wenn ihr zu Hause kein Internet habt, dann würde ich euch nicht vorschlagen, einen Chromebook zu kaufen. Sondern man erhöht damit die Abhängigkeit zu Google auch. Man sollte damit Google-Dienste benutzen. Also wenn ihr jetzt nur Microsoft-Dienste benutzt, ist es ein bisschen doof. Fingerabdruckerkennung hat mir gefehlt. Ich muss immer ein bisschen schauen, dass ich keine Sachen vergesse. Der Paul kann mir ab und zu mal sozusagen was zur Zeit sagen. Als ich jetzt angefangen habe, ich habe mich orientiert, das sieht so sehr ähnlich aus. Ich habe hier so etwas Ähnliches wie so eine Startleiste. Da kann ich jetzt über die Suche alle meine Apps finden. Kann ich hier auch aufklappen und dann sehe ich die alle und kann da durchrollen und so. Dann gibt es das Google Play Store. Das kennt ihr bestimmt auch. Also wenn ihr ein Android-Handy habt, dann... Das war zum Beispiel etwas, was mir nicht klar war. Sämtliche Dinge, die ihr auf einem Android-Handy installieren könnt, könnt ihr auf dem Chromebook auch benutzen. Das ist natürlich ein anderes Display, ein anderes Format, aber alle diese Funktionalitäten stehen da auch zur Verfügung. Also wenn ihr zum Beispiel die Barbie Fashion Closet App auf eurem Chromebook nutzen wollt, knock yourself
Off, kein Problem. Und da gibt es dann auch sozusagen Apps, die konkret für das Chromebook gebaut worden sind, also quasi native Apps. Und das war meine erste Herausforderung. Davon gibt es mir nämlich nicht genug. Für mich ist für die externe Kommunikation hier Telegram sehr wichtig. Da nutze ich jetzt sowas Ähnliches. Es ist so eine Chrome-App, die man in den Chrome-Browser installieren kann, aber keine native App, die hat dann sozusagen nicht so eine schöne Oberfläche und gibt's dann so, also letztendlich benutzt man die Web-Oberfläche von Telegram, um dazu zu chatten. Und das Gleiche gilt auch für Google Hangouts Chat. Da kann ich jetzt hier auch, das sieht man hier oben über diese drei Punkte, das ist letztendlich ein Chrome-Browser, der hier mir so verkauft wird, als wäre er eine eigene Applikation. Das an sich ist eigentlich eine ganz coole Funktion. Also wenn ihr irgendeinen Tab offen habt und benutzt es häufig, dann könnt ihr das im Chrome OS so benutzen, als wäre es eine App. Aber eigentlich ist das quasi eine Chrome-Oberfläche, die ihr hier seht. Das war gerade für diese beiden Messenger für mich ein großer Nachteil, weil ich für Messenger unbedingt auf meinem Desktop sozusagen eine native App brauche. Auch da wird sozusagen jeder, der zuschaut oder das sich überlegt, wenn ihr WhatsApp benutzt, und in Deutschland ist das ja sehr verbreitet und kein Problem mit WhatsApp als Messenger habt, dann versteht ihr vermutlich gar nicht, warum ich damit ein Problem habe. Damit komme ich auch ganz gut zurecht. Aber vielleicht habt ihr andere Apps, die es nicht nativ gibt auf dem Chrome OS. Das könnte man mal prüfen. Also was benutze ich denn häufig? Und für mich sind das halt Apps, die ich am Tag vermutlich 1,5 oder 2 Stunden benutze. Und deswegen war das ein bisschen doof, dass ich die jetzt nur noch auf der Web-Oberfläche benutzen kann. Ging aber trotzdem ganz gut. Um ehrlich zu sein, Google Hangouts gibt es auch als native App, aber das ist die alte Version. Google Hangouts Chat ist die neue Version, die auch in G Suite drin ist. Habe ich einen Vortrag zugehalten. Also wenn ihr das schaut, könnt ihr bei YouTube diesen anderen Vortrag finden. Das erste Problem bei dem Installieren von dem Google Play Store war, ich konnte erst nichts installieren. Ich wollte unbedingt diese Barbie-App installieren, ging aber nicht, weil das in unserer Policy standardmäßig verboten ist. Also in der G Suite Policy. Und da muss man sich von Google eine Verwaltungslizenz kaufen. Kostet irgendwie, Paul hat es, glaube ich, rausgefunden, 100 Euro oder irgend sowas. Und dann könnt ihr als Unternehmen sozusagen euren Mitarbeitern vorgeben, welche Apps dürfen die installieren, vielleicht dann keine Barbie-App. Muss man aber bezahlen. Hatte ich nicht. Da sieht man auch so ein bisschen, dass das noch ein neues Betriebssystem ist. Da kannte Kevin um die Ecke und meinte, das ist kein Problem. Loggst du dich nochmal mit deinem privaten Google-User ein? Habe ich mich mit einem zweiten Google-User eingeloggt. Der gehört ja dann nicht zu unserer G Suite-Domain, hat also auch keine Beschränkungen. Habe ich über den die ganzen Apps installiert, meine Barbie-Apps, und da kann ich dann auch mit dem anderen User benutzen. So ein bisschen halbfertig. Insgesamt ist es ein sehr ausgereiftes Betriebssystem. Da würde ich gerne mal kurz den Blogartikel, habe ich darüber geschrieben, ist heute auch veröffentlicht worden. Irgendwann, so nach vielleicht so 8 Stunden, entstand das. Und da dachte ich, au, cool. Das ist ja ein Linux darunter, das Google aufgebohrt hat. Und dann habe ich einfach auf beiden Seiten hier meine Monitore und meine Tastatur angesteckt. Und dann lief da links die WM. Und hier habe ich irgendwie meinen Artikel über das Chromebook geschrieben. Und hier rechts waren die ganzen Chats. Das ist nicht schlecht. Sozusagen einfach reinstecken, läuft. Das war schon echt cool. Da war der Punkt, wo ich dachte, alles klar, das kann ich vielleicht doch noch 2 Wochen oder 3 Wochen lang benutzen. Das war wirklich richtig gut. Dann konnte ich auch durch die installierfähigen Apps, konnte ich mich dann auch in dieser VPN einwählen, habe dann hier rausgefunden, wie das mit den ganzen Downloads und den Nachrichten funktioniert, dass man hier zum Beispiel auf nicht stören klicken kann und ich auf diese Weise hier unseren Richtlinien konform sein kann, dass mich keiner anchattet, während ich Vorträge halte. Gibt schon viele Punkte, die man unter Windows oder unter Mac einfach so kennt und die man in diesem Chrome OS dann erstmal über eine Google-Suche rausfinden muss. Wie mache ich das? Ich habe bisher noch nichts gefunden, was ich nicht machen kann. Was ich bisher noch nicht rausgesucht habe, ist, wie kriege ich es hin, mein iPhone mit auf dem Chrome OS zu teilen? Weiß ich bisher nicht, habe ich bisher noch nicht gesucht. Und dann machen wir unsere Remote-Sessions immer mit JoinMe. Das geht da nicht, weil JoinMe will mir so eine Excel oder eine Mac-App geben und für Chrome OS haben die noch keine Unterstützung. Warum nimmt er nicht Meet?
Ja, gut, okay, das ist eine Option. Also ich könnte jetzt, das war jetzt auch genau mein Punkt, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich will jetzt meine Remote-Session machen, gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder der Kunde setzt die auf, dann kann ich ja ganz normal über den Chrome-Browser mit den Chrome-Plugins, die alle anbieten, teilnehmen. Wenn ich die aufsetzen soll, dann müsste ich Google Meet nehmen, was auch eine sehr zuverlässige und gute Lösung ist, auch mit deutscher Einwahl und so, das ist alles kein Problem. Was sehr cool an dem Chromebook ist, ist erstmal äußerst günstig und das funktioniert einfach. Also ihr könnt halt im Hintergrund nichts installieren und deswegen ist es immer schnell, da gibt es keine Wartezeiten. Wer von euch hat einen Mac? Wer hat schon mal auf den Mac gewartet, weil irgendein Update eingespielt werden musste und da musste er neu starten und so? Da müssen alle Hände hochgehen. Also bei jedem... Oh nein, oh, oh. Wie geht das bei dir? Also du musst doch einen Neustart machen, nachdem du eine neue Version von dem macOS installierst. Ich hätte gesagt, einmal im Monat kommt da so ein however. Also jedenfalls bei dem Mac habe ich mich schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass ich ab und zu mal warten muss. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich so viele Systemdienste installiere, die sich dann alle gegenseitig blockieren. Das geht auf dem Chrome OS nicht. Und das waren eigentlich auch sozusagen die nächsten Hürden, die ich hatte. Text Expander ist ein Tool, mit dem kann ich sozusagen kurze Snippets eingeben und dann kommt ein langer Text, den ich häufig eingeben will. Also zum Beispiel, wenn ich MMSE eingebe, dann kommt meine E-Mail-Adresse. Wenn ich TTEL eingebe, kommt meine Telefonnummer. Wenn ich SSIG eingebe, kommt meine deutsche Signatur. Wenn ich REC eingebe, kommt meine englische Signatur. Und so weiter und so fort. Habe ich 30 oder 40 von solchen Schnipseln und es ging auf einmal nicht mehr, weil ich ja in Chrome OS keine native App dafür habe. Dann habe ich mir einen Textexpander, Auto-Textexpander heißt das Ding, ich mir da installiert, so eine Chrome-Extension. Und wenn ich jetzt im Chrome bin, kann ich das machen. Also kann ich euch mal zeigen. Bin jetzt also hier in meinem Chat zum Beispiel, dann sage ich hier in die Conversations und dann gebe ich ein... Das ist ein Add-on von Chrome oder was? Genau, das ist ein Chrome-Add-on. Und das ist zum Beispiel ein bisschen komisch, also hier geht das jetzt nicht, obwohl das ja ein Chrome-Browser ist, aber ich habe das ja zu einer App gemacht, dann geht das nicht mehr. Wenn ich jetzt aber den Chrome-Browser nehme... Und gebe jetzt mal irgendwo hier in dem Feld. Super. Ihr braucht sozusagen das richtige Textfeld und dann schwuppdiwupp geht das auch. Nee. Ja, solche Erfahrungen hatte ich ab und an. Jetzt offensichtlich in der Präsentation auch. Der Auto-Text-Expander funktioniert meistens ganz gut. Leider ist es halt nicht ein natives, in das Betriebssystem integriertes Gerät, das mir einfach sozusagen diesen Text ausspuckt. Kann man auch sagen, wozu brauche ich so einen komischen Textexpander? Arbeite einfach ohne. Hätte ich jetzt an der Stelle auch gemacht. Kann ja meine E-Mail-Adresse eingeben, weiß auch meine Telefonnummer auswendig. Wenn ich bei dem Mac zwischen Apps wechsle, ist das sozusagen ein bisschen hübscher. Da gibt es dann auch noch diese aktiven Ecken. Gehe ich oben rein und sehe ich alle meine Apps, drücke da drauf. Das gibt es in Chrome OS so nicht. Da muss ich einmal umschalten. Und ihr dürft das... Bitte? Nicht angekündigt. Doch, ich habe es angekündigt. Ja. Ich habe genickt. Ja, diesmal war es alles gut. So, jetzt müssen wir noch warten. Vielleicht noch ganz kurz. Also, wenn ein Chrome OS, also ein Chromebook kauft, dann müsst ihr eigentlich diese G Suite Tools nutzen. Also Google Sheets, Google Docs, Google Presentations. Da funktioniert das alles einmal frei. Da kann man wirklich gut arbeiten, mit Google E-Mails bearbeiten und so weiter. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, aber das setze ich quasi jetzt einfach voraus. Ich glaube, das macht sonst keiner. Was echt beeindruckend ist, weiß jemand von euch, wie hoch der Marktanteil von Chrome OS im Education-Bereich in Amerika ist? Also Schulen, Grundschulen, Universitäten, Kindergärten, Colleges. 50%. Ja, wer, andere Tipps? Ja, also nördlich von 50%. 60 ist sozusagen, was ich jetzt zuletzt gehört hatte. Aber krass hoch. Früher hat Microsoft diese Strategie geführt und Google scheint die teilweise auch zu verschenken, also oder zumindest sehr, sehr günstig anzubieten, diese Geräte. Und das führt halt dazu, dass Google quasi die Zukunft gehört. Also die Leute, die da aufwachsen, die können halt alle G Suite und die können alle Chrome OS. Das ist schon, also
je nachdem, was für eine Position, ja, also beeindruckend oder beängstigend, da kann man jetzt unterschiedliche Adjektive zu finden. Paul, gib mir nochmal meine Zeit. Wir sehen jetzt, ja, okay. Also was ihr hier oben seht, ist sozusagen eigentlich eine gute Zusammenfassung, warum der Mac ungefähr 5% besser ist als das Chrome OS oder das Pixelbook. Ich habe hier zum Beispiel diese Get Cloud App, mit der ich sagen kann, dann kann ich so eine Tastenkombination definieren und dann kann ich einen Screenshot machen. Und dann habe ich diesen Screenshot, jetzt kann ich hier meine, das ist zum Beispiel auch was, hatte ich ja vorhin gesagt, Apps wechseln. Hier sehe ich zum Beispiel jetzt diese fünf ungelesene Nachrichten. Sowas gibt es in Chrome OS nicht. Also da sehe ich dann sozusagen nur diese Icons, aber ich sehe nicht, dass da fünf Leute auf mich warten oder fünf Nachrichten zumindest. Das ist auch wieder so ein, vielleicht aus eurer Sicht so ein Nerd-Ding, aber das fügt dazu, dass ich ein bisschen weniger, jetzt habe ich einfach meinen Screenshot geteilt, dass in dem Chrome OS, kann ich jetzt auch gleich nochmal zeigen, aber da geht das, da kriege ich eine Datei und die Datei nehme ich dann und dann ziehe ich die auf den Browser und dann geht das auch. Dauert 5 Sekunden länger, nervt aber. Was ich zum Beispiel hier auch schön machen kann, ist, ich kann sagen, okay, gib mir doch mal einen Animated GIF oder einen Video, ist vielleicht noch schöner. Ich würde sagen, okay, das will ich jetzt hier mal als mit mir selbst. Kann ich hier so ein kurzes Video aufnehmen und sagen, hallo, alles super. Guckt euch mal an, was ich hier Tolles gemacht habe und dann scrolle ich hier hoch und runter und mache mein Video fertig. Und zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt fertig ist, lädt das Teil das halt hoch. Um sowas machen zu können, brauche ich eine native App, das geht nicht anders. Weil ich will ja alles auf meinem Bildschirm zeigen können. Betriebssysteminhalte, Browserinhalte, ich will dann direkt anschließend vielleicht noch Annotations darauf machen können. Das kann diese App super cool und das vermisse ich, weil ich das ganz häufig brauche, wenn ich sozusagen Feedback im Chats gebe und so weiter. Also wenn ihr viel, oder hier habe ich zum Beispiel jetzt so eine App, mit der Trip Mode heißt die, mit der kann ich, wenn ich unterwegs bin und über mein Handy surfe oder in einem fremden Netz surfe, dann kann ich dafür sorgen, dass nur bestimmte Apps überhaupt Daten übertragen können. Weil ich nicht will, dass die Dropbox zum Beispiel, die ja bei mir auch an ist, dass die mir einfach meinen Mobiltarif leer saugt. Das wird blöd, weil die denkt, ach, sie haben WLAN, dann kann ich ja hier ein bisschen Daten übertragen. Aber es ist halt nur mein Handy-Hotspot. Ja, und dann, gut, das kriegt man ja auch noch hin, dass der nicht einfach einschläft und solche Sachen. Also relativ wenig Sachen. Wie ist denn das? Wer von euch hat denn jetzt den Eindruck, wenn ich das so erzähle, das kann ich auf keinen Fall benutzen? Und warum? Ich glaube, das geht auch ohne, oder? Nee, wir kriegen es ansonsten nicht ins Video rein. Ja, du musst ins Video springen. Weil wir es noch aktuell noch nicht geschafft haben, alle Prozesse mit G Suite abzubilden, die wir halt aktuell nutzen. Also wir installieren halt immer noch Programme. Mhm. Ja, und was sind das zum Beispiel für ein Programm, das du vermisst? Aktuell Bankbearbeitung beispielsweise. Ja, okay. So Datev oder irgend so ein... Banksoftware, richtig. Mhm. Dann die Bearbeitung von Incoming, also wenn mir jemand ein Word-Dokument sendet oder ähnliches. Mhm. Geht alles nur über G Suite, gell? Musst du dann irgendwie in Drive hochladen und dann. Da wird es dann wieder anders oder anders halt angezeigt, aber Microsoft hat das ja selbst online leider nicht richtig gelöst. Das heißt, Wenn mir jemand eine alte Version schickt und ich versuche das mit Office 365 online zu öffnen, geht es auch nicht. Das heißt, ich muss an sich wieder mit Office 2.16 oder ältere Versionen installiert haben und öffnen. Ja. Ja. Zwei Beispiele. Ja, guter Punkt. Was noch sehr cool an dem Gerät ist, das zeige ich vielleicht mal hier einfach so. Ich habe im Flieger gesessen und habe dann immer gedacht, ich bin mit meiner Frau nach Hamburg geflogen und dachte so, komm, jetzt bist du mal sozusagen, nimmst nur dieses Gerät mit, das ist ansonsten zu schwer. Und was mir dabei auffiel, ist, dass man das hier einfach sozusagen so umklappen kann, dann wird die Tastatur, übrigens eine ziemlich hochwertige Tastatur, die auch beleuchtet ist, die wird inaktiv und ich kann das dann hier wie ein iPad benutzen. Und das Schöne daran, ich weiß, vermutlich auch, es ist ein Nerd-Problem, aber wenn ich im Flugzeug sitze, fange ich an zu schreiben, irgendwann startet der Flieger und dann muss ich das Notebook weglegen. Dann habe ich auf einmal nur noch mal ein iPhone in der Hand, aber da ist der Text nicht drauf. Dann schreibe ich ohne Internetzugang weiter, dann lande ich wieder, dann habe ich wieder WLAN, aber jetzt habe ich sozusagen zwei unterschiedliche, also ich habe irgendwas auf dem iPhone geschrieben und was auf dem Rechner. Und hier entfällt das, weil das Flugpersonal das als Tablet akzeptiert. Ob das jetzt als Vorteil bei euch durchgeht, müsst ihr selber beurteilen, aber das ist jedenfalls ein Vorteil von so einem Convertible. Ich bin ansonsten weitgehend durch, auch schon über meiner Zeit. Habt ihr
Fragen, während ich schaue, ob ich noch was vergessen habe. Der Volker. Eine Sache, die ich vergessen habe, bevor du deine Frage stellst. Der einzige Weg, um das Pixelbook an den Rand seiner Kapazitäten zu bringen, war 100 Tabs aufmachen. Also sozusagen in dem Chrome ganz, ganz, ganz viele Tabs aufmachen. Irgendwann war auch das Ding langsam. Ansonsten habe ich nichts machen können, was dazu geführt hätte, dass das Ding irgendwie langsam geworden wäre. Bei dem Mac, obwohl der irgendwie die dreifache Hardware-Ausstattung hat, ist Langsamkeit keine Normalität, aber kommt vor. Warte mal, lass deinen Volker erstmal. Ja, ich habe eine Frage und zwar, ich nehme ja mal an, so die typischen Microsoft- und Adobe-Tools, da hat man natürlich keine Chance, die laufen da schlicht und einfach nicht, aber solche Dinge wie Eclipse oder andere Umgebungen, die für Entwickler zum Beispiel interessant sind, die ja aufgrund ihrer Java-Technik auch in der Regel unter Linux laufen, hat man eine Chance, da auf dem Chromebook mitzuarbeiten und zu entwickeln? Als ich das Pixelbook bestellt habe, war der Kevin, der entwickelt bei uns zum Beispiel auch, hat gesagt, den musst du mir unbedingt geben, damit ich mal prüfen kann, ob wir das als Entwickler auch benutzen können. Und meine Idee war eigentlich, ich gucke mir das mal so 3 Tage an, dann werfe ich das eh in die Ecke, weil das kann ja nie so gut sein wie das MacBook. Und dann, Kevin, kannst du dir das mal angucken. Der wartet jetzt leider schon 4 Wochen darauf, dass dieser Zeitpunkt eintritt. Und dann kam der Paul irgendwann um die Ecke und dachte ich, naja, so lange benutze ich es auf jeden Fall noch, dass ich auch sozusagen den letzten Mist noch ausprobiert habe. Insofern kann ich es dir nicht beantworten, wie gut das für Entwickler funktioniert. Ich würde davon ausgehen, dass das eher nicht so gut läuft, weil die Notwendigkeit für betriebssystemnahe Dinge relativ hoch ist. Also zum Beispiel bei uns nutzen viele Entwickler Macs, weil sie da auch auf der Konsole wie auf einem Linux arbeiten können. Und hier kriegst du jetzt keinen direkten Zugang zu dem darunterliegenden Linux und kannst jetzt irgendwie mal einen Apache oder sowas starten. Insofern vermute ich, schwieriger. Ja, Kevin kann das bestimmt mal bei einem Google Developer Group Meeting dann auch nochmal erzählen, irgendwie im August oder so, wenn er hoffentlich dann erste Erfahrung gesammelt hat. Hier war noch eine Frage. Paul? Ja, also 2 Fragen. Einmal, du hast gerade gesagt, wenn du den Chrome mehrere Tabs aufmachst, gibt es da eine Linearität, weil du sagst, hast 100 aufgemacht und dann war Feierabend. Ja, es waren so viele, wie man eigentlich wieder aufmachen kann. Hintergrund war, wir arbeiten sehr viel mit Atlassian-Tools. Ich arbeite da relativ viel so Listen durch in Jira. Also da gibt es irgendwie so eine JQL-Abfrage, da sind dann 250 Issues drin. Und ich will diese 250 Issues angucken und kommentieren. Und was ich dann häufig mache, zum Beispiel, wenn ich im Flieger bin oder irgend sowas, dann mache ich diese Tabs auf, damit die schon mal auf sind, ich die laden kann und ich dann quasi keine Internetverbindung mehr brauche. Und das war genau der Anwendungsfall, wo ich dachte, okay, gleich heben wir ab, da will ich mal diese 250 Tabs aufmachen und irgendwann bei 75 oder so macht das Pixelbook dann... Dann halt die Speicher allokiert und dann ist es nicht mehr verfügbar. Genau, also du brauchst halt für jeden Tab, das ist ja in JavaScript entwickelt, das Chrome-Ding, und das braucht halt für jeden Tab irgendwie eine gewisse Menge an RAM und das war dann irgendwann aus. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist bei Mac übrigens genau das Gleiche. Der Mac ist auch dann irgendwann platt. Das ist genau das Gleiche. Also bei Mac, denke ich mal, kannst du die virtuelle Maschine einbauen. Wie sieht es denn da bei dem Chromebook aus? Habe ich nicht geprüft. Die Frage ist da immer, kannst du es auf deinem Android-Telefon? Also wenn du zum Beispiel auf einem Android-Telefon kannst du einen Remote-Desktop-Client starten und dann irgendwie auf deinem Windows-Rechner da rumdengeln. Das kannst du dann hier auch machen. Ob das schön ist, sei mal dahingestellt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in diesem Pixelbook die Telegram-App aufmache, die nativ auch funktioniert, dann ist die halt optimiert für ein Smartphone. Aber ich will ja sozusagen hier an der Seite noch diese Liste haben und so. Und die gibt es aber nur auf der Desktop-Variante. Und dann habe ich quasi sozusagen die falsche App da. Das ist so ein bisschen, ich glaube, man muss da schon ziemlich tief drin sein, um diese Probleme zu haben. Aber wenn man so tief drin ist, also ich hatte mit dem Paul darüber gesprochen, wir haben 150 Mitarbeiter. Wenn du mich jetzt heute fragen würdest, für die 150 Mitarbeiter, was für Geräte willst du denn anschaffen? Kannst nur eins anschaffen, musst du jetzt auch schnell entscheiden. Dann würde ich sagen, wir kaufen 150 Chromebooks und dann schmeißen wir die, bei denen es nicht reicht, einfach weg. Das ist die beste Variante. Heute ist die Situation bei Cybert Media, dass wir 150 MacBook Pros haben. Wenn ich jetzt mit diesem Gerät zu einem ankomme, sagt der, ist ja schlechter, will ich nicht haben. Sag ich, ja, aber kosten nur ein Viertel. Sagt er, ist mir egal. Ich will sozusagen die beste Hardware haben. Also der Alex ist ja jetzt auch da und Fiesmann hat 12.000 Mitarbeiter. Wie viele davon haben kein Notebook? Wir haben 3.500 Thin Clients im Unternehmen, also
die nur über eine virtuelle Maschine quasi arbeiten. Und also wir haben uns dieselbe Frage gestellt, ob wir nicht auch Chromebox bei uns einführen könnten. Und bei uns war so ein bisschen die Infrastruktur. Jungs haben gesagt, ja, nee, wir haben ja hier schon gute Windows-Maschinen, die kosten halt das Doppelte ungefähr davon. Nicht direkt das Vierfache, weil wir nicht so viele MacBooks im Einsatz haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass ein Chromebook nichts weiter ist als ein besserer Thin Client, den ich halt auch mobil mitnehmen kann. Und auch von da aus theoretisch auf die gesamte Infrastruktur ja komme. Also sobald ich meine VMs irgendwie webfähig mache, komme ich vom Chromebook genauso drauf. Ich habe den Selbstversuch genauso gemacht wie du, Martin. Bin auch irgendwie ein Dreivierteljahr mit dem Chromebook durch die Gegend gelaufen und ich konnte auch SAP bedienen. Ja. Also ich würde sagen, aus meiner Sicht ist es schon noch ein bisschen mehr als ein reiner Thin Client, gerade auch, weil der sich sozusagen nativ nett anfühlt, ich damit gut arbeiten kann. Aber also so in einer Nussschale würde ich sagen, ist cool, wenn die Leute nicht sehr anspruchsvoll sind, wenn es nicht Vollnerds sind, wenn es keine Grafikdesigner sind, wenn die keine CAD-Software und so weiter benutzen. Ansonsten ist es für jeden Otto-Normalsterblichen wie mich eigentlich ein gutes Gerät, das man wirklich gut benutzen kann. Hat einen schönen Formfaktor. Das Ding hat jetzt leider eine amerikanische Tastatur. Das heißt, ich tippe darauf, als wenn es eine deutsche wäre, aber manchmal fehlt mir doch, ist das jetzt das Öl? Ah ja, das ist das Öl. Aber ansonsten geht's. Gibt auch deutsche Tastaturen natürlich, aber nicht von Google bisher. Okay, cool. Vielen Dank, Martin.